Hallo, herzlich willkommen zurück. Nein. Keine Munition. Oh, scheiße, ich habe keine Muni mehr. Ich wollte eine Rakete unter deinen Popo setzen. Willkommen zum neuen Geil. Jetzt mit 47% mehr als 26% Todesfälle pro Jahr. Das ist weniger als letztes Jahr. Hui, tschüss. Schau. So, was haben wir denn für Missionen? Auf linken Platz setzen. Ich misch mich aber nicht auf den Namen. Das ist so ein Kackauto. Warum? Hey, das haben wir das letzte Mal auch gehabt. Nee, das mit den Fässern? Nee, das nicht. Ja, du mochtest doch die Säge nicht. Ja, ist richtig. Ja, und die Fässer magst du jetzt auch nicht, oder was? Ja, doch, ist okay. Mein Gott. Das ist ein Kaktus. Vernichtet. Hui! Ja, ich glaube. Geil, ich bin schon direkt drin ausgestiegen, nice. So läuft's. Aber ich mag die Sniper, die ist gut. Deine Laser-Sniper? Hm. Macht halt auch ein bisschen Bums. Ich finde die Schrotflinte cool, ich hätte gerne die Schrotflinte. Alter, hier piss selber. Oh. Ja, die Schrotflinte. Ich finde die Schrotflinte ganz cool, ich hätte die nur mit ein bisschen mehr Schaden. Psycho. Naja, keiner von uns ist ein Psycho. Hm. Wir haben alle eine gesunde Psyche. Haben wir das? Nö. Aber es weiß keiner. Tundra Express, was müssen wir hier tun? Ach, bergbauende Banditen töten. Richtig. Okay, dann lass uns das tun! Kommt man nicht noch mal irgendwann auf irgendeinem Spiel auf die Hyperion drauf? Puh. Ja. Weiß oder ist das nur in... Ist das nicht im Pre-Sequel? Ich wollte gerade sagen, ist das vielleicht Pre-Sequel? Ich glaube, es ist Pre-Sequel. Oh. Aber die Uli wollte ich jetzt nicht machen. Alter, ich brauche einen Schlag für die. Ist halt OP. Ich mache auch Elementarschaden dabei. Darf man nicht vergessen. Oh, was habe ich denn hier hinter mir? Fans. Deine Groupies. Ja. Bam. Pampelmuse. Pampelmuse unter Hose. Wie viel Pech muss man mit einer Schrotflinte haben, dass alle Schüsse so um das Vieh rumgehen? 5. Ah, okay. 5 Pech. Nicht 6? Nee, 5. Das ist die magische Zahl. Das wusste ich nicht. Ey, die shooten. Oh. Ja, da fährt ja der Zug immer noch. Ich dachte, den haben wir kaputt gemacht. Hä, die haben den aber schnell repariert. Ja, das ist, das ist ja blöd jetzt. Du hast es zur Mine geschafft? Ja. Die Minenarbeiter sind. Oh, guck mal, wir haben die schon untersucht. Geil. Nehmen Sie das Zeug nicht selbst. Das bedeutet, dass Sie das hier irgendwo hinschicken. Leg sie alle um und finde heraus, wo. Das sind ja nur 10. Oh Gott. Aua. Bin down. Du bist down? Oh, yes. Scheiße. Jetzt nicht mehr. Thank you. Mann, jetzt. Oh nee, Alter, ich hab keinen. Warum hab ich nicht nachgeladen? Verrückt. Total crazy. Jetzt habe ich keine Muni mehr, scheiße.
Doof gelaufen, ne? Wo rennen die denn immer hin? Ach, die, ach so, die sind dann böse und dann hauen die sich gegenseitig. Oh shit. Aber leider halt nicht nur. Den Oberbergarbeiter. Das ist der krasse Typ. Oh nee, Alter. Hast du den Oberbergarbeiter gefunden? Was ist denn mit ihren Köpfen los? Moment, ist Slack nicht das, was ich in meiner Waffe habe? Na, jetzt chill mal kurz da, ja? Alter, die bummen sich jetzt die Raketen in die Fresse, du. Können wir da nicht einfach rein? Alter. Können wir? Ach so. Ja. Ja, dann? Nee, doch nicht, hä? Scheiße. Können wir nicht rein? Ja, wir können nicht, Nico. Wer ist denn der Oberbergarbeiter? Ich weiß es doch auch nicht. Das Bergbaugeschäft ist ganz schön krass. Hartes Business, ja. Bin down. Ja. Bin wieder am Leben. Cool. Oh, meine Munition. Scheiße. Nee, oh Gott. Zwei von denen. Nein, warte. Was passiert mit ihren Köpfen? Einfach nicht hinterfragen. Du bist ja nicht nochmal irgendwann Ende? Nö, nee, offenbar nicht. Ja gut, dann halt den, ne? Oh, jetzt ist er angepisst. Das ist ein bisschen eklig. Geil, ich habe mich selbst getötet mit meinem Raketenschuss und habe mich aber direkt auch wiederbelebt. Durch deinen Raketenschuss. Durch meinen Raketenschuss. Badass-Marodeur. Ist der Obermufti hier? Wer echt da heißt, dann... Obermufti. Ach, müssen wir vielleicht nach oben? Ist das möglich? Ja. Kommt man hier auch irgendwie nach oben? Ja. Ah! Oh Gott. Au. Ist tot? Nee, ich komme da nicht nach vorne. Ich brenne. Oh Gott. Oh, ich hab daneben gehauen. Hier, Schürfer Sieg, Junge, ich hab ihn gefunden. Oh ne, ich bin down. Ja, ich auch. Ne, jetzt klappt sich das Ding ein. Danke. Komm, haben wir gleich. Den Schlafer, ja, warte, ich will gucken, ob das eine Slackwaffe ist. Oh mein Gott. Darf ich den töten oder sterben? Nicht? Nee, warte. Oh. Ja. Okay, ich hab's weg.
so viel Geld könntet ihr unzählige alkoholische Getränke zu euch nehmen. Oder unzählige sogar. Nicht nur ein paar. Also quasi mehr als drei. Ja. Die haben einen Deal mit Hyperion gemacht. Hey, ist nicht schade um diese Idioten. Ich garantiere dir, hätte das gleiche gemacht, wenn die Mine erschöpft gewesen wäre. Rede mit Tina, sie hat einen Job für dich. Alles klar. Geld, 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 Geld. Money, money, money. Achso, ich hab eine neue Waffe gefunden. Lass mich mal kurz gucken. Diese Minenbanditen, die du bekämpft hast, verkaufen ihr Iridium gegen Bares. Geh zu dem Bahnhof, wo der Zug mit den Geldern ankommt, und dann machen wir einen schönen altmodischen Zugüberfall. Dios mios. Dios mios? Oh, warum gibt's hier keine Autos oder E-Scooter oder sowas? Du bist auch so ein E-Scooter, ey. Oh, scheiße, nee. Das ist eine Waffe. Warte, ich muss Waffe wechseln. Was hatte ich denn jetzt für eine Waffe? Scheiße. Die hier. Und du musst ihn benutzen, um die Banditen auszurauben. Welch Ironie. Benutze das Dynamit, um den Ausgang zu sprengen und die Gleise zu blockieren. Oh Gott. Okay, um die kümmerst du dich. Um wen? Ach nö, Alter. Scheiße, wir haben hier ausgewachsenes Problem. Spring doch hoch. Warum? Oh Gott. Die sind ganz schön pissig. Ihr merkt das schon. Okay, ich glaube, wir haben gerade einen getötet, der gerade erst gespawnt ist. Oh Gott, Kistenboy. Kistenboy. Oh, ich habe zwei Leben. Mach nichts. Ich kontaktiere mal die Hyperion, ne? Mach mal. Verkaufsangebot erhalten. Bargeldzug ist unterwegs. Hilfe. Okay, ich hab den Kistenboy nicht getötet, aber er ist gleich tot. Toll, er wurde getötet, bevor ich ihn töten konnte. Ist doch scheiße. Ach, keine Munition mehr am Arsch. Warum sind die alle so aggressiv? Nobody knows. Hast du alles? Ja. Können wir gehen? Keine Ahnung. Nee. Ah, oh. Marcel, geh da mal bitte weg. Aber Money! Zug Nummer 627. Geh zu Tina. Alter. Das gab ganz schön viel. Ja. Ich glaube 6000.
Vielleicht sogar 5. Das wird jetzt ziemlich wehtun. Ist auch möglich. Oh, was hat er denn hier? Ein Schild? Oh. Hä? Ein Schild? Ah, okay. Tod den Geschützen! Können wir jetzt gehen? Nee, das ist noch, mehr Geld. We need the money. Brauchen wir wirklich? Ja, we need it. Hier liegt hier noch Iridium rum. Ja, das needen wir auch. Ich glaube allerdings, man kommt gar nicht auf diesen Zug drauf. Ne, drauf wüsste ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, 4 wird da oben jetzt nicht liegen. Oh, ich glaube doch. Einen anderen Handelhahn. Was ist denn eine andere Krankheit? Welche denn dritte Fotze? Danke. Da alles explodiert hier, ist unglaublich. Das ist schon krass. Wo rennen Sie hin? Bleib stehen! Als du es hast regnen lassen, ich so. Nee, hab nix. Versteh nicht. Oh, auf jeden Fall mehr Sniper-Munition. 12-mal mehr. Throwing Grenade. Kannst du jetzt den Fluffy Butt? Oh, Alter. Granatenschaden ist ja schon ein Delikat. So. Die behalte ich mal. Die verkaufe ich. Die auch. Die auch, die auch, die auch und die auch. Zähigkeitsartefakt. Was ist das? 102 Schildkapazität aufgeben, um mehr Sniper-Schaden zu machen. Lohnt sich. Meinst ach, echt? Das ist, okay. Afterburner. Nee, das ist besser, glaube ich, denke ich. So, ich habe eine neue Mod für die Grenades. Ich habe ganz viele Mods, sehe ich gerade. (Klang) 464 mal 7 ist ja eigentlich ganz schön viel, wa? Ja. Wenn du mit allen 7 Schüssen triffst. Das macht dann 7 Granaten. Nicht schlecht. Sieht man die Skills jetzt auch im Skilltree oder ist das nur... Oder waren das Skills, die ich schon hab? Nee. Oh, krass. Jetzt habe ich bei einem 8 von 5. Und das stackt sogar wirklich hoch. Krass. Ich habe durch die Mod kriege ich 3 Präzisionsskill und plus 2 Einschuss, 1 Killskill. Und wenn du den Skill aber schon hoch hast, dann kriegst du 8 von 5. Jetzt habe ich Zielgenauigkeit von 40%. Ja. Es lohnt sich schon auch, die so andere Skills zu machen, ne? Weil es sind die anderen Bäume. Ja, ich will jetzt erstmal in meinen so. Ja, ich mache jetzt erstmal, ich mache den Harmoniebaum erstmal. Das ist ja das, wo die Heilung ist und sowas. Ach lol, guck mal. Ich könnte sogar skillen, dass wenn ich auf dich schieße, ich dich heile.
Ach krass.